Herzlich willkommen zum nächsten Talk mit einem echten Dauerbrenner-Thema, Linux auf dem Desktop. Persönlich habe ich das Gefühl, 2019 war es immer noch nicht so weit, aber ganz kurz, wer benutzt denn aktuell Linux auf dem Desktop? Kurz, okay, gut, vielleicht habe ich doch Unrecht gehabt und 2019 war endlich das Jahr des Linux auf dem Desktop, aber mal sehen. Genau, Näheres dazu wird uns gleich Ytvild erzählen. Ganz kurz ein Hinweis zum Ablauf des Talks. Der Talk ist in 5 Teile untergliedert. Wir machen kurze Frage- und Antwortenrunden nach jedem Block. Das heißt, wenn ein Block zu Ende ist, bitte ich euch, möglichst zügig zu einem der beiden Saalmikrofone zu laufen oder währenddessen die Fragen online über Twitter, Mastodon oder IRC an den Signal Angel zu stellen, damit wir über die Frage- und Antwortrunden nicht zu viel Zeit verlieren und zügig durchkommen. Genau. Das war's von meiner Seite und jetzt freue ich mich auf den Talk. Herzlich willkommen, Ytvild. Okay, danke. Ich bin total überrascht, dass so viele Leute gekommen sind. Das hätte ich echt nicht erwartet. Die 5 Teile haben einen einfachen Grund. Ich habe kein wirklich großartiges Konzept. Ich habe mir mehrere Dinge angeschaut. Es gibt bei uns in Karlsdorf den Freitagsforum. Das ist ein offener Abend für Kurzvorträge. Und dann habe ich mal ein paar Themen rausgesucht, die euch hoffentlich interessieren. Es ist nicht wertend gemeint. Die sind nicht irgendwie besonders wichtig oder unwichtig. Aber fangen wir einfach mal an. Ich habe das ein bisschen gegliedert und wir würden anfangen mit X und am Ende auch so ein bisschen Wayland. Es gab vor einer Stunde oder so einen sehr guten Talk hier auf dieser Bühne zu dem Thema. Ich bin froh, dass es nicht der doppelte Inhalt ist. Genau. Das ist eigentlich auch nur eine Zusammenfassung von einem anderen Talk, der sehr großartig ist. Und ich habe das ursprünglich in 8 Minuten gemacht. Ich werde das jetzt nicht versuchen. Grundsätzlich ist es so ein, wir kommen von dem oben links zu dem unten rechts. Beide Bilder sind neu, aber die Technik ist halt älter auf dem Bild oben links. Und ihr seht schon, was sich da ein bisschen alles verändert hat. Wir haben Schatten, wir haben Farben, wir haben verschiedene Schriftarten. Genau. Fangen wir in den 80ern an. Da gab es die X-Protokoll-Version 1 bis 11. Seitdem hat sich nichts mehr getan, es gibt nur Erweiterungen. Genau, und das wird so ein Flussdiagramm mit Pfeilen. Das ist das Rendering vom Bild. Die Inputs laufen halt genau andersrum. Und genau, wir haben den X-Server und wir haben die Hardware. Der X-Server spricht mit der Hardware und braucht dafür Treiber. Das ging tatsächlich sogar so weit, dass irgendwie eine Xorg-Version, meine ich, einen Emulator für x86 CPUs hatte für Video-ROMs. Genau, dann haben wir Clients, zum Beispiel so ein Browser oder so. Wir benutzen dann zum Beispiel Xlib und reden über ein Netzwerksocket mit dem X-Server. Dann haben wir einen Window-Manager, der ist auch einfach nur ein Client. Und der bestimmt dann, wo sind Fenster, welches Fenster ist gerade im Vordergrund und sowas. Und da ist dann diese tolle Netzwerktransparenz, die von X immer gelobt wird. Und damals in den 80ern gab es die wirklich, die war wirklich funktional. Es hatte keinen großen Unterschied, ob die Anwendung lokal oder Netzwerk ausführt. Genau, und wie das funktioniert, ist, die Clients machen Zeichenbefehle. Also ich will eine Linie haben, ich will Text haben. Und das heißt, der X-Server muss Fonts lesen und rendern können und dann das tatsächliche Bild rendern und zusammenbauen. Das macht natürlich die Netzwerkpakete sehr klein, weil es nur die Informationen darüber sind, was dargestellt werden soll. Aber das hat nicht so wirklich gereicht, weil wir wollen, dass Anwendungen schöner werden in den 90ern, also mit Farbverläufen und verschiedenen Farben, verschiedenen Schriftarten pro Anwendung oder sogar in einem Fenster. Und das heißt, die Anwendungen bauen ihre Fenster jetzt komplett selber zusammen. Zum Beispiel mit irgendwie Qt oder anderen Libraries und schieben dann das fertige Bild rüber als Framebuffer. Das geht auch noch übers Netzwerk, aber es ist halt langsam. Also ich hatte da mal ein Setup, irgendwie Full HD, X braucht so 25 Mbit, meine ich, ohne irgendwie eine Komprimierung. Das will man vielleicht nicht unbedingt machen. Also Netzwerktransparenz geht,
aber wenn ihr das lokal betreibt, ist es einfach Shared Memory. Also da wird gar nicht großartig irgendwas rumkopiert, sondern es bleibt an einer Stelle im Arbeitsspeicher. Und über das Socket gehen dann nur noch die Metadaten. Das heißt, der X-Server muss Fonts immer noch können, weil ansonsten würde er nicht X11 unterstützen, aber praktisch wird das nicht mehr benutzt. Gut, das sind die 90er. Dann jetzt so in den Nullern wollen wir Wobbly Windows und Desktop Cubes haben. Total der krasse Scheiß. Und das heißt, der X-Server baut das Bild auch gar nicht mehr zusammen, sondern das macht jetzt der Window-Manager, um so Transparenzeffekte und sowas einbauen zu können. Der X-Server muss das aber weiterhin können, weil ihr könnt jetzt zum Beispiel auch einen anderen Window-Manager nutzen. Oder Compositing ausschalten, weil eure Hardware das nicht kann oder sowas. Das ist immer noch möglich übers Netzwerk, aber noch langsamer. Zumindest wenn ihr den Window-Manager irgendwie übers Netzwerk macht, würde ich nicht empfehlen. Genau. Und naja, wir haben jetzt das Problem gehabt, dass der X-Server Hardware-Treiber hat, aber das ist ja nicht das, was wir haben wollen. So mit einer richtigen Schichtarchitektur sind die Treiber ja im Kernel. Und was jetzt passiert ist, wir haben Glamour als X-Backend, zumindest in aktuellen Distributionen mit aktueller Hardware, mit aktuellen Treibern. Und der X-Server rendert dann einfach über EGL raus und der Kernel kümmert sich um die Auflösung und sowas. Das heißt, ihr könnt auch auf virtuelle Terminals wechseln, ohne dass es flackert, zum Beispiel. Genau. Ja. Und naja, Wayland mergt jetzt den X-Server und den Window-Manager und schmeißt halt das Zeug raus, was wir nicht mehr brauchen. Die Netzwerktransparenz geht aber erstmal flöten, weil Wayland hat keine. Ihr könnt aber natürlich VNC benutzen oder sowas. Genau. Gut. Wenn ihr eine aktuelle Desktop-Umgebung benutzt, so eine große, dann könnt ihr das einfach bei der Anmeldung auswählen, dass ich Wayland haben möchte. Ansonsten habe ich für ein paar kleinere Window-Manager mal Alternativen für Wayland rausgesucht. Ja. Ich habe das mal ausprobiert. Ich probiere das regelmäßig aus, wenn es irgendwie eine neue Version von meiner Distro gibt. Das meiste klappt eigentlich relativ gut. Mir fehlen bisher ein, zwei Features, aber ich habe auch eine LTS, von daher mittlerweile sind die wahrscheinlich da. Wenn ihr Nvidia habt, dann habt ihr vielleicht noch mehr Probleme. Es gibt da eine etwas eigene Geschichte, die ich jetzt, glaube ich, nicht ausführlich erzählen muss. Ansonsten ein Problem, was eigentlich gut ist, ihr könnt nur noch Anwendungen anzeigen, die als euer Nutzeraccount laufen. Es hat so ein bisschen Probleme, geparted geht nicht mehr. Es gibt da ein Workaround, um zu sagen, Root darf auch Fenster anzeigen. Weiß nicht, ob ihr das wollt. Ja. Gut, habt ihr bis hierhin Fragen? Okay. Anscheinend ist das ein Nein. Ich trinke noch mal irgendwas. Ja, okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, Bildschirmsperren. Genau. Und da gibt es zwei Dinge. Ihr kennt vielleicht von früher noch so Bildschirmschoner. Wir hatten ja früher Röhrenbildschirme und wenn die regelmäßig das gleiche Bild angezeigt haben, ist es irgendwie eingebrannt. Und dann wurden da so tolle Animationen mit irgendwie Röhren oder Labyrinthen oder sowas gemacht, um halt das Einbrennen zu verhindern. Heute brauchen wir das eigentlich nicht und wir können tatsächlich sogar Strom sparen, was ja auch unserem Kongressmotto entspricht, wenn wir einfach keine Animationen machen und den Bildschirm ausmachen. Aber trotzdem wollen wir, dass, wenn ich den Laptop irgendwo liegen lasse oder so, dass Leute nicht darauf zugreifen können. Wir wollen den Bildschirm also sperren einfach. Genau. Es gibt damit so ein bisschen so Probleme. Ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung für diesen Talk diesen Tut gesehen. Da hatte jemand irgendwie i3 und i3-Log hat irgendwie wild auf der Tastatur rumgehauen und dann war der Bildschirm entsperrt. Das ist ein bisschen doof. Wir werden uns jetzt angucken, warum das so ist und was man dagegen tun kann. Das Problem ist nämlich, das X-Protokoll kennt kein Screenblocking. Der Screenblocker ist einfach nur irgendwie ein Client, der sich in den Vordergrund schiebt und einen Input sich holt. Und wenn ihr das Passwort richtig eingibt, sich beendet. Das hat natürlich auch das offensichtliche Problem,
dass wenn der Screenlocker crasht, der Bildschirm entsperrt ist. Man kann die Links gut lesen, das hätte ich nicht gedacht. Ja, es gibt noch ein weiteres Problem durch dieses ich schiebe mich in den Vordergrund. Ihr kennt das Konzept eines Kontextmenüs, ne? Das ist auch im Vordergrund. Wenn ich jetzt den Bildschirm sperren möchte, passiert halt einfach nichts. Ja, was man tun kann, ist, man kann diesen Passwortdialog und den Screenlocker trennen. Das macht X-Screensaver so. Das sorgt dafür, dass wenn der Greeter crasht, ist das nicht schlimm, den kann ich ja neu starten. Wenn der Screenlocker crasht, ist der Bildschirm entsperrt. Was man sonst auch macht, ist den Screenlocker und den Window Manager mergen. Das machen so die großen Desktop-Umgebungen. Durch Compositing können wir ja bestimmen, was zu sehen ist, ohne den X-Server. Und dann können wir auf jeden Fall den Bildschirm blanken, egal was passiert. Im schlimmsten Fall haben wir einfach einen schwarzen Bildschirm, aber es ist besser, als eure Daten anzuzeigen. Wir können auch den Screenlocker und den Session Manager mergen. Das sorgt nicht für weniger Crashes, das sorgt dafür, dass wenn es crasht, dass alles weg ist. Dass auch niemand eure Sachen sehen kann dann. Genau. Das kann ich mal eben demonstrieren. Wenn ich den Bildschirm sperre, seht ihr, dass er erst schwarz wird und dann den Passwortprompt anzeigt. Das sind zwei verschiedene Programme. Ja. Weitere Probleme, die es damit gab, ist, wie kann ich als Anwendung herausfinden, ob der Bildschirm überhaupt gesperrt ist? Zum Beispiel irgendwie, ich bin Media Player, dann will ich das Video ja vielleicht gar nicht anzeigen, wenn der Bildschirm gesperrt ist. Das braucht ja niemand. Oder ich bin Media Player und will verhindern, dass sich der Bildschirm sperrt, während ich gerade einen Film abspiele. Und ein weiteres Problem ist die Race Condition mit Standby. Was ich früher oft hatte, ist, ich klappe meinen Laptop zu, der Bildschirm sperrt sich und der Laptop geht in Standby. Die Reihenfolge war aber früher nicht definiert. Es ist mir häufig passiert, dass ich den Rechner aufgeklappt habe und der Bildschirminhalt war noch da, so für so 3-4 Sekunden. Wir können das jetzt mal eben ausprobieren und wenn das dann alles klappt, sehen wir, dass erst der Bildschirm dunkel wird, der Laptop dann jetzt in den Standby geht und wenn ich ihn aufwecke, ist der Bildschirm weiterhin schwarz und dann kommt die Passworteingabe. Genau. Was da das entscheidende Ding ist, ist das Systemd-Login-D. Das habe ich dann der Person auch direkt empfohlen und ich wurde überraschenderweise nicht geblockt. Genau. Login-D ist der Nachfolger für ConsoleKit und verwaltet Sessions, also eure Logins und gerade laufende Sitzungen, und Seeds, das sind Bildschirme mit zugeordneten Tastaturen und Mäusen. Üblicherweise habt ihr einen Seed an so einem Rechner, aber es gibt durchaus die Möglichkeit, mehrere zu betreiben. Was dadurch dann noch möglich ist, ist sogenanntes Fast-User-Switching. Also ihr könnt mit mehreren Leuten eingeloggt sein und wechseln zwischen den laufenden Sessions. Und zum Beispiel hört ihr dann nur eure Musik und nicht die von der anderen Person, die möglicherweise auch gerade läuft. Oder Webcams oder sowas. Berechtigungen werden dann halt auch mitgewechselt. Und es gibt halt Hooks für Standby, Shutdown und sowas, dass das in der richtigen Reihenfolge passiert und dass halt das Standby so lange aufgehalten wird, bis der Bildschirm gesperrt wird. Genau, dann habe ich da unten noch die Doku verlinkt. Das eben war auf Mastodon. Auf Twitter bin ich dafür mal geblockt worden. Gut. Wenn ihr eine aktuelle große Desktop-Umgebung benutzt, dann habt ihr das alles schon. Wenn ihr irgendwie i3 oder sowas benutzt, es gibt ein Tool, das nennt sich XSS-Log, was mit Login-D integriert und dann den Status zurückmeldet. Wenn ihr das einfach mal testen wollt, könnt ihr Login-CTL-Log-Session eingeben. Das müsste euren Bildschirm sperren. Jo. Mit Wayland werden Dinge besser, weil wir haben halt nicht mehr die Trennung zwischen X-Server und Compositor. Das heißt, wir können tatsächlich dafür sorgen, dass der Bildschirminhalt nicht mehr sichtbar ist. Und Login-D ist dafür quasi eh notwendig. Das heißt, wir haben auch den Zugriff auf die Geräte entsprechend nach Login. Ja. Habt ihr zu dem Teil Fragen?
Alles klar, da gibt es direkt am rechten Mikrofon eine Frage. Bitteschön. Test? Ja, genau. Die Frage, die ich hätte, ich habe im Moment das Problem, dass der Lockscreen im Multi-Bildschirm-Modus gerne mal auf dem falschen Bildschirm, sprich auf dem zugeklappten Laptop auftaucht. Fixed Log-in-D bzw. Wayland das auch und ich sollte mir jetzt eine neue Distro suchen? Nein, das ist Teil des Screen-Lockers. Ich kann jetzt nur hier demonstrieren, wie Plasma das macht. Und das ist, indem der gleiche Lockscreen auf allen Bildschirmen angezeigt wird, also nicht nur auf einem. Ich kann jetzt hier irgendwie was eingeben und ihr seht, was ich eingegeben habe. Und ich kann jetzt hier das richtige Passwort eingeben und es abschicken. Also der Trick, den Plasma macht, ist halt einfach, den Lockscreen auf allen Bildschirmen anzuzeigen. Aber das kommt auf deinen Locker an. Okay, bedeutet aber, du hast die nicht gespiegelt, richtig? Nein. Also werde ich mir gerade eben anschauen. Alles klar. Okay, und dann gibt es direkt noch eine weitere Frage. Hallo. Bedeutet das, dass Wayland und Systemd ein Ding sind? Nein. Du kannst Login-D tatsächlich auch ohne Systemd nutzen. Es gibt da einen Fork von, das heißt dann irgendwie e-Login-D. Genau. Der Trick ist halt, wir wollen ja auf die Hardware zugreifen. Und Login-D sorgt dafür, dass wenn ich auf TTY1 eingeloggt bin, ich tatsächlich hart Zugriff auf die Grafikkarte zum Beispiel habe. Während in einem klassischen Setup läuft der X-Server als Set-UID root und kann deswegen zugreifen auf die Hardware. Das ist halt ein bisschen anderes Konzept. Danke. Bitte. Okay, das war's fürs Erste mit Fragen. Wir sehen uns später wieder. Oh, Sekunde. Oh, zu früh gefreut. Da hinten gibt es eine Frage vom Signal Angel. Verzeihung. Hallo. Ja. Wie kann ich den Screen Locker abschalten bei SUSE KDE? In den Einstellungen. Also KDE hat sehr viele Einstellungen. Das ist ja großartig. Ich weiß aber nicht genau wo. Bevor ich dich jetzt wieder aus Versehen übergehe, hat der Signal Angel noch eine Frage. Okay, dann jetzt wirklich später. Okay. Dann kommen wir zum Thema flackerfreier Boot. Auslöser war, ein Bekannter von mir hat ein neues Laptop installiert und das war dann mit Windows 10 und der Bootvorgang war halt so, wie ihr das vielleicht kennt. Ne? Also erst das Herstellerlogo, dann unten drunter dieser Kreis, der sich dreht und dann der Login-Screen. Ich dachte mir, das sieht doch cool aus, warum macht mein Laptop das nicht? Was meine ich mit flackerfrei? Ich meine, dass die Auflösung nicht wechselt während dem Boot. Und ich meine auch, dass der Inhalt nicht wechselt. Also, dass alles irgendwie per Animation passiert und kein harter Cut drin ist. Dafür müssen wir uns den Bootprozess anschauen. Das sieht ungefähr so aus. Wir haben irgendwie Firmware, die kommt vom Hersteller. Da können wir jetzt erstmal nichts dran machen. Also, es gibt Core Boot und sowas, aber ich betrachte jetzt einfach nur die Hersteller-Firmware. Dann haben wir den Bootloader, der ist Teil eurer Distro. Dann startet das System irgendwie, dann könnt ihr euch einloggen und dann habt ihr eure laufende Sitzung. Schauen wir uns die Firmware zuerst an. Klassischerweise ist es ein sogenanntes BIOS, was die Hardware initialisiert, das System startet und tatsächlich auch zur Laufzeit noch Dinge bereitstellt. Also irgendwie Energiesparmodi oder einfache Zeichenmodi oder sowas. Tatsächlich auch Zugriff auf Festplatten. Das Problem ist, dieses BIOS ist nie wirklich designt oder dokumentiert worden. Dieser klassische IBM-PC hatte halt eins und die anderen sind Nachbauten davon. Genau, ich habe diese Fotos auf Wikimedia Commons gefunden. Das rechte ist definitiv ein BIOS, das linke ist, glaube ich, schon UEFI. Wir gucken uns ja nur die Grafik an und da gibt es verschiedene Modi. Ursprünglich irgendwie EGA, VGA kennt ihr wahrscheinlich und dann SVGA. Ihr seht schon, diese Auflösungen sind winzig und alt. Wenn ihr einen Rechner anmacht und den im BIOS-Mode bootet, seht ihr, dass halt die Auflösung am Anfang falsch ist. Weil es ist eine von den Auflösungen und dann ist der Text halt unscharf. Weiteres Problem ist, diese Grafiksteuerung vom OS aus geht nur im Real-Mode über irgendwelche Interrupts. Gut, wenn wir jetzt booten, läuft das über so einen Boot-Sektor. Also das ist BIOS springt einfach an den Anfang der Festplatte und führt aus, was dann da steht. Es gibt einen Nachfolger seit 15 Jahren ungefähr, und das ist UEFI.
was tatsächlich ein Standard ist. Und dann gibt es da von verschiedenen Herstellern Implementierungen zu. Es hat die gleiche Aufgabe wie das alte BIOS. Dieses Foto habe ich gefunden. Und auch das ist nicht ganz korrekt, weil das ist ein UEFI, aber es bootet im BIOS-Mode. Das könnt ihr daran lesen, dass der Text so groß ist und unscharf. Und wenn ihr ein ThinkPad habt, könnt ihr das relativ einfach erkennen, weil wenn das ThinkPad-Logo da ist, dann ist es im BIOS-Mode. Wenn das Lenovo-Logo da ist, ist das im UEFI-Mode. Auch da gibt es Grafik, das ist das sogenannte Graphics Output Protocol. Unter Linux könnt ihr das mit dem EFI-FB-Kernel-Modul benutzen. Also wenn ihr irgendwie total abenteuerlustig seid, könnt ihr einfach mal euer Grafikmodul blacklisten. Und wenn ihr dann neu startet und immer noch eine ordentliche Auflösung habt, dann ist das EFI-FB. Gut, der Boot funktioniert so, dass wir eine FAT-Partition haben, irgendwo auf der Platte. Das ist so die sogenannte EFI System Partition. Und da sind dann halt Binaries drin, die wir ausführen. Es gibt wieder die Beschränkung, dass wir nur Hardware-Calls machen können im gleichen Modus, in dem die Firmware läuft. Aber es läuft ja mittlerweile alles im Long-Mode, von daher ist das egal. Gut, aber wo kommen die Logos her? Da gibt es im ACPI-Standard diesen BGRT, diesen Boot Graphics Resource Table. Und der enthält Informationen über das Herstellerlogo. Nämlich diese Informationen über das Herstellerlogo. Ob das Herstellerlogo angezeigt wurde oder nicht. Es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ihr irgendwie F12 drückt und dann so ein Menü bekommt. Dann ist das Logo ja schon weg, wenn das System startet. Es zeigt auch die Adresse des Bildes, wenn das Betriebssystem das nochmal haben will. Und auch, wo das gezeichnet wurde. Das heißt, als Betriebssystem können wir nach dem Start genau das Logo an genau den Punkt nochmal drüber zeichnen. Und niemand merkt es. Weil die Auflösung war ja vorher schon korrekt. Und ja. Das sorgt auch dafür, dass hier irgendwo im SysFS auf Linux das Herstellerlogo findet. Ich meine, es ist irgendwie sys-class-acpi-bgrt-image. Ja. Gut. Wir haben Bootloader. Die sind dann je nach Modus entweder im Bootsektor oder auf dieser EFI-System-Partition. Die starten dann. Die meisten Distros, die ihr im Moment verwendet, benutzen grub oder systemd-boot. Und die zeigen irgendwie ein Menü an, aber niemand macht mehr Dual Boot, glaube ich zumindest. Und es geht ja auch nicht schief beim Booten. Das heißt, wir sehen Bootloader einfach gar nicht. Das können wir jetzt ignorieren. Genau. Der Kernel braucht Hardware-Treiber. Der Kernel möchte vielleicht auch Text anzeigen beim Starten. Der Trick hier ist dieses Framebuffer-Console-Deferred-Takeover, das dafür sorgt, dass nichts auf dem Bildschirm geschrieben wird, also auch nicht ein leerer Bildschirm, bis da tatsächlich Text drauf ist. Das heißt, wenn wir Quiet booten, bleibt einfach das Herstellerlogo, weil wir den Bildschirm gar nicht löschen. Gut. Ein weiteres Problem ist, wir haben ja vielleicht irgendwie so Logs, die wir beim Starten sehen wollen. Also irgendwie, welche Dienste gerade starten. Oder ihr habt Festplattenverschlüsselung, das solltet ihr definitiv haben. Und dann müsst ihr ein Passwort eingeben beim Starten. Gut. Wenn wir das nacheinander starten, wie das lange Zeit der Fall war, dann ist das kein Problem. Wir haben eine Konsole, da können wir Text draufschreiben, da können wir Text von lesen. Aber wir starten ja Dinge parallel mittlerweile. Und das ist auch für ein Problem, weil wenn wir parallel Text ausgeben, ist der irgendwie vermischt und das will keiner lesen. Und wo geht Input hin? Deswegen haben wir Plymouth. Das zeigt halt so ein Logo an im üblichen Fall. Es gibt aber auch einen nur Textmodus. Und das kann dann auch Input, also so ein, dieser Dienst möchte dein Passwort haben beim Starten. Und wie das halt funktioniert mit dem Herstellerlogo ist, es gibt ein BGRT-Theme dafür. Das hier ist das klassische Fedora-Theme, das ist nicht mehr aktuell das Bild. Mittlerweile ist einfach das Herstellerlogo oben, dann das Distro-Logo unten und so ein kleiner Spinner halt. Genau, nächster Schritt ist dann, wir haben Login, das ist irgendwie GDM oder STDM. Die laufen mit X oder Wayland. Und der Trick dabei ist einfach, den X-Server mit -no-root zu starten. Das heißt nicht, dass der X-Server nicht als root läuft. Das ist ein anderes Problem, das hatten wir eben. Das sorgt dafür, dass der X-Server beim Start den Bildschirm nicht löscht. Das heißt, das Herstellerlogo bleibt weiterhin drauf. Und wir können ordentlich eine Animation machen, so mit einem Übergang. Und das Gleiche gilt dann halt auch für die Desktop-Umgebung. Ne?
So, was müsst ihr dafür tun? Ihr könnt ein aktuelles Fedora benutzen, dann klappt das alles. Wenn ihr ein älteres habt oder Ubuntu 19.10, dann gibt es da so ein Plymouth BGRT-Paket, das könnt ihr installieren. Den Grub neu bauen, damit ihr den Bildschirm nicht mehr pink löscht, sondern schwarz löscht. Oder, nee, gar nicht löscht. Und dann neu starten. Ihr braucht dafür einen aktuellen Kernel. Und es geht, soweit ich weiß, mittlerweile nur mit Intel-GPUs, vielleicht bald auch mit anderen. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie sieht das aus? Es gibt da von der zuständigen Person bei Fedora dieses schöne Video. Und naja, es ist halt so, wie man es erwarten würde. Ja, das sah doch jetzt gar nicht so schlecht aus, ne? Ich habe euch da noch ein paar Links rausgesucht. Ich finde dieses GNOME-Wiki sehr großartig, weil sie haben da Mockups drin. Und auch, wie machen andere Systeme das? Mit Screenshots von Windows 10 und macOS, glaube ich. Ja. Gut, habt ihr jetzt zu dem Bereich Fragen? Ja, ist das an? Ja, schön. Also ich habe gerade mal hier versucht, auf meinem ThinkPad das nachzustellen und ich habe ein UEF-Dings-BIOS, allerdings scheint es im BIOS-Mode zu starten und ich habe im BIOS jetzt nicht gefunden, dass ich es umstellen kann, aber das muss dort irgendwo doch zu finden sein, oder? Ja, du hast dafür drei Optionen. Dieser BIOS-Mode heißt üblicherweise CSM, Compatibility Support Mode. Mhm. Den kannst du ausschalten. Du kannst aber auch den Default ändern. Problem ist halt, wenn du es nicht ausschaltest, macht er möglicherweise ein Fallback. Das setzt aber auch voraus, dass dein installiertes System UEFI kann und auch so installiert wurde. Wenn du es in BIOS-Mode installiert hast, musst du dafür ein paar Dinge umstellen. Du musst die Partition anlegen, du musst den Bootloader-Eintrag hinzufügen und sowas. Das kannst du machen. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, CSM auszuschalten und dein System neu zu installieren. Okay, aber wahrscheinlich meinst du nicht, dass es reicht, einfach Grub neu zu installieren danach? Wir können uns gleich mal treffen und dann kann ich dir sagen, was da fehlt, aber so einfach ist es leider nicht. Okay. Gut, gerne. Nichts leichter als eine Neuinstallation, um ein Problem zu fixen. Signal Angel, eine Frage? Nein, sehr gut, dann geht's weiter, danke. Okay. So, und so, weil wir schon mal dabei sind, wie das Ganze bootet, können wir doch auch mal angucken, wie wir das sicher machen. Damals, als ich meinen ersten Congress-Talk gesehen habe, war das dieser hier. Und Secure Boot hatte damals, als es neu rauskam, nicht so den besten Ruf. Es galt irgendwie so als, oh nein, Microsoft will kontrollieren, welche Dinge ich starte. Das hat sogar so weit geführt, dass es da eine Kampagne der FSF gegen gab. Und aktuell steht im Debian-Wiki nochmal extra, dass es nicht dafür da ist. Genau. Wir hatten den Bootprozess ja eben grob. Ich werde mich jetzt auf das beschränken, was Debian, Ubuntu und meines Wissens auch Fedora machen, an konkreten Implementationen. Das sind Shim, Grub und der Linux-Kernel. Achso, und das Grüne ist der Teil, den wir sichern wollen. Die laufenden Dienste könnt ihr ja nachinstallieren, da kann man nichts tun. Die Firmware ist vom Hersteller, das ist eine andere Baustelle. Wir wollen den Bootprozess bis zum Bootloader, den Kernel und alle Module sichern, die ihr nachladet. Die Firmware hat irgendwie einen Key drin und prüft, ob der Bootloader davon signiert ist. Das kommt so ein bisschen darauf an, wenn ihr irgendwie so einen Dell-Laptop mit Ubuntu kauft, kann das durchaus sein, dass da ein Canonical-Key drin ist und nicht einer von Microsoft. Bei den meisten Geräten sind die Keys von Microsoft drin. Das ist eine Geschichte. Ihr könnt aber auch eigene CAs erstellen und die Keys da reinladen. Das ist halt das übliche Problem mit Keys, das will man nicht selber machen eigentlich. Genau. Das erste Ding ist Shim. Das macht eigentlich relativ wenig, es lädt den Bootloader. Wofür haben wir das? Das Problem ist, Microsoft muss ja das Binary signieren. Und das ist nicht so einfach. Wenn ich die Post richtig gelesen habe, ist das so eine Aktion mit einer Windows-VM und einer Smartcard und Internet Explorer. Das will man halt nicht so oft tun. Und
Microsoft signiert nur EFI-Binaries. Wenn wir auch die Kernel-Module prüfen wollen, dann müssen wir irgendwie so eine Chain of Trust hinbekommen. Es wäre schön, wenn man irgendwie Dinge cross-signen könnte, aber auch das macht Microsoft nicht. Das heißt, wir haben diesen Shim, der ist signiert von Microsoft. Und der hat den Public Key einer anderen CA drin und prüft das nächste Binary dann dagegen. Das ist das, was Shim hauptsächlich tut. Ansonsten ist Teil dieses Projekts der sogenannte Mock-Manager für Machine-Owner-Keys. Das ist dafür da, dass ihr auch selber Kernel-Module bauen könnt. Es gibt ja Leute, die machen das manchmal. Ich erzähle dann gleich noch was, wie das funktioniert mit dem Workflow. Gut, wir haben den Bootloader und auch der muss halt darauf angepasst werden, dass wir nur korrekt signierte Module oder Kernel laden. Initrom.fs ist beliebig austauschbar. Und wir haben auch so ein bisschen das Problem, dass man zumindest bei grub die Config ja bearbeiten kann. Ihr könnt irgendwie E drücken beim Starten und das darf halt auch keine Lücken irgendwie aufreißen. Gut. Und auch der Kernel, den müssen wir ein bisschen anpassen. Weil was wir wollen, ist, dass wir die Hardware vor unbeschränktem Zugriff, zum Beispiel durch Boot, schützen. Das heißt, wir wollen auch nicht, dass das System nachträglich manipuliert werden kann. Das heißt, wir können kein Hibernate machen, weil das bringt uns das, wenn wir die ganze Kette irgendwie gesichert haben, dann macht jemand den Rechner in Ruhezustand und tauscht den Kernel auf der Platte aus im Arbeitsspeicher. Das klappt ja auch nicht. DevMem ist das gleiche Problem. Wenn wir beliebig in den Speicher schreiben können, dann können wir den Kernel auch austauschen. Das Ganze heißt Kernel Lockdown. Das ist so ein bisschen eine andere witzige Geschichte, weil das lange Zeit nur in den Distros drin war, so seit 2015 oder so. Es ist erst vor 2 Monaten wirklich im Upstream-Kernel gelandet. Ich glaube, das ist hier nicht Thema. Gut, wie gesagt, die Module, die wir laden, die laufen ja auch im Kernel. Das heißt, wir müssen die auch ordentlich signieren, zum Beispiel von der Distro. Aber es gibt das Problem, dass ihr ja manchmal auch Module selber bauen wollt oder müsst. Zum Beispiel, weil ihr irgendwie VirtualBox installiert oder so. Das läuft über DKMS. Das baut die Module dann halt bei der Installation. Und das Konzept ist, wenn ihr eine aktuelle Distro habt und so ein DKMS-Modul installiert, dann erkennt die das, erzeugt einen Private Key, signiert die Module damit und lädt den Public Key in eure Firmware rein. Dafür ist dieser Mock-Manager da. Das finde ich im Ubuntu-Wiki ganz gut beschrieben. Der einfachste Fall ist, ich installiere das und das ist sicher. Ich mache einfach nichts weiter. Bisschen schwieriger wird es, wenn ich irgendwie so einen Grafiktreiber, ihr wisst, welcher Hersteller gemeint ist, installiere, den ich nachträglich irgendwie bauen muss. Wie das funktioniert, ist, wie gesagt, mit diesem Private Key. Das Problem ist ja noch, wie finde ich heraus, ob der Key echt ist? Wir müssen ja prüfen, dass die Person, die den Key erzeugt hat, auch die Person ist, die physikalischen Zugriff auf das Gerät hat. Wie das funktioniert ist, dieser Key hat ein Passwort und beim Neustart, also ihr müsst neu starten, fragt euch der Mock-Manager nach dem Passwort. Das ist das Konzept, um halt sicherzustellen, dass das die gleiche Person ist. Dann gibt es natürlich auch noch andere Probleme. Leute vergessen Passwörter. Aber gut, dann können wir den Prozess halt einfach neu machen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Weiteres Problem, Leute haben komische Keyboard-Layouts. Das ist nicht gelöst. Gut, ihr müsst da jetzt nichts Großartiges tun. Ihr müsst eine aktuelle Firmware haben mit aktiviertem Secure Boot. Wenn ihr bereits im EFI-Modus installiert habt, könnt ihr einfach Secure Boot nachträglich aktivieren. Das ist egal. Ihr braucht dafür eine Distro, die das unterstützt, auch somit der Kram ist ordentlich signiert. Das sind meines Wissens diese hier, möglicherweise auch noch Mint oder sowas. Arch nicht. Ja, ich habe daraus zitiert und dachte, ich verlinke das auch nochmal, wenn ihr da mehr Details zu haben wollt. Gut, ich habe das erzählt im Chaosdorf und dann hat mich jemand gefragt, aber wie kann ich das denn deaktivieren? Erstens, das ist ein Sicherheitsfeature, bitte nicht. Zweitens, ihr könnt es einfach in der Firmware deaktivieren. Also neu starten, das Firmware-Setup und dann halt Secure Boot deaktivieren. Das umfasst dann die ganze Kette. Ihr könnt mit diesem Befehl den Shim anweisen, den Kernel und den Bootloader nicht mehr zu prüfen.
Das heißt, er hat noch so ein bisschen Sicherheit in den Bootprozess. Und es gibt sogenannte Magic Sys Requests. Mit Alt, Druck und irgendeiner anderen Taste könnt ihr einen Befehl an den Kernel senden. Und X steht dafür für Lift Lockdown. Das heißt, bis zum nächsten Neustart könnt ihr dann so Dinge wie DevMem benutzen oder beliebige Module laden oder sowas. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Diese Magic Sys Requests könnt ihr auch auslösen, indem ihr den entsprechenden Buchstaben nach ProxySRQ Trigger schreibt. Und ihr habt das Problem jetzt wahrscheinlich gesehen. Wir wollen uns ja schützen gegen Angriffe von Root. Wenn ich das als Root aufheben kann, ist das doof. Ja, habe ich mal ausprobiert und dann war das kaputt. Mittlerweile ist das in Ubuntu gefixt. In Fedora wurde es irgendwie auch gefunden, sogar schon längere Zeit her. Sie haben es aber niemandem gesagt. Der Commit hat keine sinnvolle Beschreibung. Debian ist das schon noch offen. Also wenn ihr ein Debian habt, dann naja. Das Problem ist halt, dieser Befehl hat zwei Dinge ausgegeben auf der Konsole. Erstens, du darfst das nicht. Zweitens, ich habe es gemacht. Und trotzdem haben Leute Software geschrieben, die das benutzt. Nachdem der Bug gefixt war, hat mich irgendwie eine Woche später jemand angeschrieben und gesagt, hier, ich habe dieses coole Programm, was den Lüfter steuert und das funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, sorry, aber ihr solltet vielleicht nicht Programme als Root laufen haben, die direkt auf die Hardware zugreifen. Dafür sind Kernel-Module da. Tja, und dann bin ich tatsächlich früher schon durch. Und würde Fragen entgegennehmen, glaube ich.